Hallo und herzlich willkommen auf dem PV Review Kanal. Oft wurde es gefragt, jetzt können wir es euch endlich vorstellen: den Soldaten 1945. In dem Fall in der 1944 eingeführten Modell 44 Uniform. Wie man auf den ersten Blick direkt sieht, unterscheidet sie sich optisch deutlich von allen vorangegangenen Uniformen der Wehrmacht und war in diesem Schnitt auch Vorbild für die spätere frühe Bundeswehr. Bluse. Einige werden sich natürlich wundern, warum das alles so neu aussieht und ungetragen. Das ist einfach aus dem Grund so, dass es damals tatsächlich auch neu war. Also viele Soldaten haben natürlich relativ kurz die Ausbildung durchlaufen und dann eben Ausrüstung bekommen. Die M44-Bluse, wie sie heute genannt wird, damals hieß sie natürlich einfach Feldbluse. Das sind so nachträglich eingeführte Sammlerbezeichnungen. Unterscheidet sich eigentlich in fast allen Details bis aufs Material und die Knöpfen von der 43er Bluse. Oben am Kragen angefangen ist dieser um einiges größer und spitzer und kann auch, wie man hier sieht, offen getragen werden. So sieht die Bluse dann geschlossen aus. Und wie man sieht, ist hier nicht mehr der Haken nötig. Wenn es jetzt also kälter wird, hat man auch die Möglichkeit, den Kragen hochzuklappen und mittels dieser Klappe, wie man sie von den Mänteln kennt, auch zu schließen, um einen gewissen Witterungsschutz zu erhalten. Bedingt durch die spitzere Kragenform wurden auch bei den Modell 44er Blusen und den späteren 45er Blusen die Kragenspiegel anders gefaltet und zwar in einem spitzeren Winkel. Das sieht man auf historischen Bildern eigentlich immer, sodass sie parallel zum Kragen verlaufen. Die Schulterklappen sind von der Form her unverändert, allerdings wurden sie aus dünnerem Material gefertigt im Original. Bei dieser Reproduktion sind das natürlich ganz normale Schulterklappen. Was der zweite große Unterschied zu allen vorangegangenen Blusen ist, ist die Länge der Bluse. Und zwar, wie man sieht, endet die Bluse bereits über dem Schritt, eine Handbreit unter dem Koppelriemen. Dadurch fallen die unteren Taschen weg. Und es sind nur noch oben zwei Brusttaschen vorhanden, die auch ein bisschen weiter unten sitzen als bei der Modell 43 Buse und allen anderen Busen. Der Brustadler wurde ebenfalls vereinfacht und nur noch als Dreieck vernäht. Teilweise sieht man auch die Modell 1939er Adler einfach als Dreieck vernäht, anstatt so kompliziert umgefaltet. Da haben wir auch mal ein Video zugemacht, gemacht, wo wir zeigen, wie das funktioniert hat. Des Weiteren hat die Bluse nur noch zwei Koppelhaken und diese sind auch nicht mehr an der Bluse fest, sondern nur noch am inneren Koppeltragegestell und schauen hier nur noch durch ein Loch raus. Auf der Innenseite hat die Bluse noch auf der gleichen Höhe wie diese Taschen zwei Innentaschen, was auch ein Novum ist. Normalerweise haben ja die Blusen der Wehrmacht keine Innentaschen gehabt, sondern nur eine Verbandpäckchentasche. Diese ist bei dieser zum Beispiel nicht vorhanden. Es gibt kein Verbandpäckchen mehr. Und allgemein ist der Schnitt sehr stark an die britische Feldbluse angelehnt und wurde wohl auch davon inspiriert. Es gibt auch noch die Modell 45 Feldbluse. Diese unterscheidet sich lediglich dadurch, dass anstatt dieser beiden Knöpfe nur einer vorhanden ist. Kommen wir nun zur Ausrüstung, die der Soldat trägt. Das ist ein Sparstoff bzw. Tropen oder eben Webstoff Y-Riemen. Koppeltragestell, äh, welcher stufenlos verstellbar ist und eben die Lederknappheit zu Ende des Krieges äh, etwas bekämpfen sollte. Der Koppelriemen an sich ist ebenfalls ein später Koppelriemen, der direkt gelocht wurde. Das Koppelschloss ist auch ein spätes Olivgestrichenes. Bei den Koppelriemen war es auch möglich, dass die aus gepresstem Papier waren oder aus dem gleichen Webstoff wie dieses. Dieser Y-Riemen hier, je später der Krieg wurde, desto mehr Ersatzmaterialien wurden da eben verwendet. Als Kopfbedeckung trägt der Soldat den Modell 42er Stahlhelm. Der unterscheidet sich von allen dahergegangenen Varianten dadurch, dass diese Bördelkante nicht mehr umgebördelt ist, sondern nur noch nach außen absteht. Es gab auch noch 45 ein vereinfachtes Helmfutter, was ähm, ebenfalls ohne so viel Leder auskam, aber das ist wirklich ziemlich rar. Als Hauptbewaffnung hat der Soldat den Maschinenkarabiner 42 ausgegeben bekommen als Restbestand und dazu auch die passenden Magazintaschen. Das MKB 42 ist in diesem Fall eine Replik von Shoai und dazu haben wir auch nochmal ein spezielles Video gemacht. Der MKB 42, in diesem Fall der henel typ ist der Vorgänger vom stg 44 bzw. der MP43 und unterscheidet sich vor allem darin, dass es ein vom System her zuschießendes Gewehr ist und noch viele Frästeile besitzt, was später beim STG durch Blechprägeteile ersetzt wurde. Vorne geht auch noch die Gasrückführung bis nach vorne und eine Bajonettaufnahme für das Seitengewehr ist ebenfalls noch beim MKB 42 vorhanden. Wenn ihr Explizit dieses Modell noch mal genauer vorgestellt haben wollte, da haben wir ebenfalls ein Video hier oben verlinkt. Und dazu eben die passenden Taschen. Auf der Rückseite trägt der Soldat nur noch den späten Brotbeutel, die Feldflasche mit Sparstoffberiemung, den kleinen Bakelitdeckel und ein Kochgeschirr. Das war es eigentlich zur mann Kommen wir nun zur Hose. Die Hose wurde ebenfalls passend zur Modell 44 Bluse entwickelt und weist einige erhebliche Änderungen zur 43er Keilhose auf. Wenn man oben anfängt, sieht man, dass die Taschen wie bei der Sturmgeschützhose mit Klappen versehen sind und nicht einfach mehr zum Reingreifen, sondern diese kann man eben mit einem Knopf öffnen. Davon auf jeder Seite eine und die Hose hat ebenfalls. Zwei Gesäßtaschen hinten, die sich ebenfalls verschließen lassen. Das Taschenuhrfach bleibt weitestgehend unverändert. Die größte Änderung allerdings befindet sich unten an der Hose und zwar kennt man das ja von der Keilhose Modell 43, dass diese eben keilförmig geschnitten ist und mittels eines Bandes, was auch als Fersenband fungiert, geschnürt werden kann. Bei der Modell 44 Bluse gibt es einen großen Unterschied dazu und zwar ist in der Hose selbst, welche gerade geschnitten ist, ein Zugband eingearbeitet, womit man die Hose zuziehen kann, sodass sie nicht verrutscht und wenn man sie umfaltet, kann so die Hose auch ohne Gamaschen getragen werden. Natürlich wurden sie häufig mit Gamaschen getragen, aber hier sind sie mal ohne. An den Füßen trägt der Soldat die Schnürschuhe Modell 43, welche komplett durchgelocht sind im Gegensatz zu den Schnürschuhen Modell 37. Das ist also eine der letzten Feldblusen, wie sie von der Wehrmacht ausgegeben wurde im Jahr 44, 45. Und ja, war so der Versuch, noch etwas Material zu sparen, etwas alles ein bisschen zu vereinfachen war allerdings bei den Soldaten nicht wirklich beliebt und hatte auch den Beinamen Arschbetrüger, denn wie man sieht, endet die Bluse über dem Gesäß und äh, schützt natürlich nicht so vor Kälte wie die anderen Blusen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.